Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. In der letzten Folge haben wir uns getraut, in eine Höhle zu gehen, wo wir jetzt auch sind. Und hier unten müsste jetzt ein Endermännlein rumrennen. Ja, hier, da, Hilfe. Der wird schon wieder komisch. Der Endermännlein. So, dann könnte er ja eigentlich jetzt nicht reinkommen, ne? Okay, gut, ich geb's zu, ich hab ein bisschen Angst vor dem Endermännlein. Vor allem, wenn ich die Geräusche dazu noch höre, dann bekommt man ja gerade Angst. Und ja, wir wollten ja nach Eisen suchen. Aber zunächst werde ich hier erstmal mir ein bisschen Freiraum schaffen. Denn hier baue ich jetzt meine, ja, kleine Unterkunftbasis. Allerdings muss ich... So, das machen wir so und dann machen wir das so. Allerdings muss ich dann natürlich meine Werkbank wiederholen, die ich woanders abgebaut habe. Oh, was haben wir hier unten? Kohle. Okay, also hier unten ist quasi der Enderman. Rennt da rum. Aber da wollen wir jetzt noch nicht hin. Boah, Alter, die Stimme von dem, ey. Ja, kann ich auch. Mann. Und ja, wir werden jetzt erstmal hier ein bisschen was abbauen und werden dann auf Suche nach Eisen gehen, wie wir es ja eigentlich schon in der letzten Folge vorhatten, und uns endlich eine Rüstung zu craften. Eine Eisenrüstung. Steine und Kohle brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ach, wir haben unsere Werkbank ja schon da. Ach, Mann. Seht ihr? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Gestern erst aufgenommen, oder beziehungsweise je nachdem, wann ihr das anguckt. Und jetzt schon wieder vergessen. So. Ja, erstmal wieder alles finstern machen. Machen wir erstmal hier, zack. Hier ist eine Fackel, sehr schön. Machen wir hier eine Fackel, so. Ja. Holz haben wir, Holz. Okay, Holz haben wir vielleicht nur noch zwei. Aber das müsste, naja, reichen. Zumindest einigermaßen. Hoffe ich. Hoffe ich zumindest. So. Ansonsten muss ich mir noch einen kleinen Geheimgang bauen, wo ich dann rauskomme aufs Feld. Um dort noch ein paar Bäume zu hacken. Gut, Steine haben wir auch schon wieder voll. Oh, kann ich hier vielleicht mal... Ach, hier habe ich... Ach, gut, okay. Gut, bis hierhin habe ich jetzt schon durchgebaut, das ist gut. Habe ich noch eine Spitzhacke? Oh, ich habe keine mehr. Na gut, dann... Ach, 24 Stöcke haben wir ja noch übrig hier. Da kann ich mir ja noch eine machen. So. So, zack, sehr gut. Ach nein, die wollte ich doch noch gar nicht. So, jetzt. So, oh Mist. So. Ja, ist ja gut, ihr Zombies. So. Gut, das ist jetzt unsere... Boah, das ist so nervig. Kann man die Endermans einfach umboxen und wegmachen. Ich getraue mich jetzt mal hier runter. Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber... ich gehe mal wieder hoch. Da ist er ja schon wieder. Ist hier ein Skelett? Hier ist irgendwo ein Skelett, was sich gerade auf den... Da ist er! Geh weg! Geh weg, du blöder Enderman! Yeah! Wir haben den Enderman gelegt. Ah, ist das nicht super? Wir haben den Enderman gelegt. Ich freue mich, jetzt können wir endlich mal hier ordentlich rumlaufen und Kohle abbauen. Beziehungsweise da können wir uns jetzt endlich mal darunter trauen und haben die blöden Geräusche von dem los. So.
ich werde nochmal was schnapulieren, ne? So, hier, zack, und jam, 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 jam. So, es reicht erstmal. Wollen uns ja nicht zu voll stopfen. So. Hier noch ein bisschen. Aber wie gesagt, hier findet man mehr Kohle als Eisen. Das ist schon ein bisschen, ja, wunderlich. Könnte man wirklich hier einen Verkaufsstand eröffnen, wo wir Fleisch, Kohle verkaufen. Grillkohle. Die wir natürlich, glaube ich, schon gar nicht mehr mitnehmen können. Ah ja, doch, können wir noch machen, gut. So. Denn wir können uns ja jetzt keine Truhe craften, da uns das Holz fehlt. Und hier unten ist hier noch irgendwas. Aber das hier ist eigentlich auch schon sehr nice. Hier oben kann man gucken. Hallo. Ja, nee, das ist schon sehr, sehr nice. Im Grün. So, jetzt gucke ich mich mal hier oben um. Hier viel. Was ist das? Ach, guck mal, Kühe. Da können wir uns ja noch ein bisschen Rindfleisch holen. Ein bisschen Rind, haben aber keinen Platz mehr. Das können wir. Ja doch, jetzt hat man wieder Platz. So. Ich will mal kurz gucken, ich steck mal hier kurz eine Fackel hin, damit ich weiß, da muss ich hin. So. Dann geh erstmal ganz schnell nach Holz suchen, denn wir brauchen Holz. Wenn möglich sogar noch unbenutztes Holz, also keine Stöcke, sondern wirklich festes Holz, da oben ist Holz, aber hier in der Nähe ist jetzt kein Holz. Oh. Ein Creeper. Da ist ein Creeper. Und da ist noch einer. Ey Mann, bin ich froh, dass ich jetzt woanders lang bin. Da steht's. Da kommt noch ein dritter, ich verpiss mich. Ne, könnt ihr vergessen, ich gehe da bestimmt nicht hin. Ne. So. Ich geh wieder runter und verkrümel mich jetzt hier. Was glauben die, wo wir sind? Drei Creeper, das ist doch. Ist doch mörderisch, gefährlich. So. Ich mal lieber noch ein bisschen. Ja, Kohle holen. So. So. Da haben wir die Kohle dann auch bald voll. Und ich weiß, ich muss mir eine Kiste craften, denn das Zeug muss ja irgendwo untergelagert werden. Jetzt haben wir Kohle ohne Ende, aber haben keinen Eisenplatz. Platz für Eisen mehr. So, und hep. So, so. Ach, verdammt. So. Ja, ihr Kühe, ich verstehe euch. Und ich wollte ja Eisen suchen, aber das werde ich auch noch machen, bloß mich hat hier gerade das... Die Kohle hat mich gerade verlockt, angeguckt und hat gesagt, nimm mich, bau mich ab. Oh, so. So. Gut, jetzt aber. Jetzt gehen wir wieder da runter und werden jetzt mal nach Eisen suchen. Das, was wir überhaupt mal vorhatten, werden wir jetzt mal machen. So, hep. Hep. Und hep. Hallo? Hallo? Hep. So. Gut, haben wir Schwerter, haben wir, naja, sind auch nicht mehr gerade so die besten, aber es muss reichen. Da liegt noch Kohle. Wow, ich habe Kohle übersehen. Au, weia. Und hier ist natürlich auch noch Unmengen von Kohle. So, hier können wir dann immer praktisch, hier können wir dann immer reingehen, haben wir unsere Werkbank. Und, ja, haben wir unsere kleine Unterkunft. Ja. Kann ich dann eigentlich mal hier so... Oh, da eine Fackel und da ist ja schon eine Fackel. Und nun gehen wir mal hier runter. Fackeln nicht lange und gucken mal, was hier unten so ist. Und das sieht sehr gefährlich aus. Ja, das sieht gefährlich aus. Also das sieht mir aus wie... Ja, ein falscher Schritt und du bist down. Oder Matsch. Matsch, Matsch. So. Na? Da werde ich mich mal hier runter bauen. Na komm. Und. Hopp. So. Werde ich das schaffen? Autsch. Meine Beine.
Ah, das war nicht gut. Oh Gott, wie tief geht denn das hier runter? Ich nehme mal die Kohle wieder mit. Natürlich kriege ich natürlich nicht. So. So, hier. Und da. Nee. Machen wir es so. Kriege ich das da hin? Yeah, so. Okay, und dann hier noch. Mal gucken. So. Da. Ganz langsam. Ah. Ja, das wird jetzt eine Kletterrunde werden. Aber was tut man nicht alles, um Kohle zu, Eisen zu finden? Ich werde garantiert, es gibt irgendwo Höhlen, da ist das Eisen Unmengen da. Und was machen wir? Und wir klettern natürlich hier in eine, ja, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir hier sterben werden. Oder es ist einfach nur einfach nur eine Sackgasse. Wo wir natürlich wieder nur Kohle finden. Boah, das ist ja heftig. Ach, was ist das denn? Ist das Eisen? Tatsache, Eisenerz, geil. Juhu, also das Eisenerz sieht hier aus wie ein Schwert. Sieht aber ohne schlecht aus. Vielleicht gibt's hier noch mehr. Also wir haben jetzt schon mal das erste Zeichen von Eisen entdeckt. Das ist hier, welches gibt, und wir haben jetzt insgesamt 5 Stück. Gut. Könnten wir dann 5 Eisen brutzeln. Können uns dann auch schon mal, glaube ich, wie gesagt, wieder was zusammenbauen. Ich hätte mir das Eisen von zu Hause mitnehmen sollen. Da hätten wir jetzt zumindest wieder genug, um... Na, jetzt ist meine Rüstung, meine Spitzhacke im Eimer. Gut. Gut, dann muss ich mich wohl oder übel erstmal wieder hier hochboxen. Und ich weiß nicht wie, oder? Ah ja, doch, ich mach's einfach. Ja. Warum haben wir denn so viel Stein, wenn wir es nicht nutzen, ne? Ach, Mist. So, ja. Okay, Fackel ist im Weg. Wie hoch geht's denn noch? So. Blöde Fackel. Ja. Na, da tun wir uns jetzt einfach. Na gut, das muss ich jetzt mal mit einem Handkantenschlag. Mal sehen, ob ich's kaputt krieg. Das wird jetzt dauern. Ich hoffe zumindest, dass das bloß der eine ist. Nicht, dass uns da jetzt gleich noch einer. Sehr gut. Sehr schön. Hopp. Menu. So. 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 Ich werde jetzt natürlich auch gleich mal die Werkbank wieder mit runternehmen. Also das lohnt sich ja nicht mehr, dass wir hier ein Gebiet haben. Weil da wir jetzt dort unten sehr viel Eisen, ja, was heißt sehr viel Eisen, wir haben 9 Eisen gefunden, können wir uns ja gleich hier runter bauen. So, jetzt muss ich gucken, wo war jetzt der Absatz. Hier war der jetzt, genau. Wobei, wartet mal, wir machen es mal noch einfacher. So. So und so. Nee. Gott, oh Gott. Wir machen uns einfacher, indem ich es falsch mache. Ja, super. Best ever. Na, so, so. Und so. So, so, so. Okay, und jetzt können wir uns nämlich einfach, ohne runterzufallen, versteht sich, habe ich jetzt hier keinen Platz mehr. So, Knochen kann weg, so, weg damit. So. Genau. So. Na, ihr versteht, ich, Augenblick, muss mal kurz husten. So, wieder da. So. Ja, ihr versteht schon, was ich vorhabe. Ich baue mich einfach immer hier hoch. Immer weiter hoch, wie es geht. Und dann, ja, baue ich es halt wieder ab. Ist vielleicht ein bisschen anstrengend.
das jedes Mal wieder alles abzureißen, anzubauen, abzureißen, anzubauen und. Aber so funktioniert es zumindest einfacher, dass uns nichts passiert. Hier können wir erstmal wieder die Fackel hinbauen. So, und jetzt einfach mal heps. Und wir sind wieder unten. So. Jetzt können wir nämlich erstmal die Werkbank nehmen. So, Werkbank hin. Steine, so, zack, zack. Ofen. So. Zack. Und zack, so, jetzt kann das erstmal vor sich hin brutzeln und wir werden erstmal weiter mit der Spitzhacke hier. Aber wir hatten ja sogar noch eine gehabt. Mann, oh Mann. Naja, gut, was soll's. Wir werden erstmal hier weiter rumbauen. Wenn wir natürlich jetzt noch sehr viel mehr finden würden, könnten wir uns eine komplette Rüstung craften. Aber ich glaube eher mal, das wird dann nicht so werden, wie wir das gern hätten. Beziehungsweise wie ich das gern hätte oder wir alle zusammen. Ach hier, ist ja noch was. So. So. So, ist hier noch was? Nee. Vielleicht ist hier. Nee, hier ist auch nichts mehr. Da ist nichts mehr. Das war bestimmt noch so ein kleiner Funke auf dem heißen Stein. Das bisschen Eisen, was wir jetzt haben. Könnte sein. So. Fünfe, okay, das arbeitet. Haben wir hier noch was? Sechs Erzreihen. Und ich werde jetzt hier einfach wirklich erstmal das komplette Gebiet soweit erkunden. Wir haben noch 22 Stöcke. Das ist gut, da können wir dann jeweils noch mal ein paar Spitzhacken machen. Monster sind jetzt auch keine aktiv, zumindest höre ich auch gerade gar nichts. Aber sie sind an. Das könnt ihr mir glauben. Die Monster sind an, bloß die sind halt gerade alle schlafen. Weil die wissen, ich suche nach Eisen, deswegen sagen die sich, na, den lassen wir mal lieber in Ruhe. Die kommen erst dann, wenn ich eine Eisenrüstung habe, dann kommen sie alle und ja, könnt ihr euch ja vorstellen. So. Nur wieder zigtausend Steine einsammeln. So. Ja. Okay, jetzt bin ich hier einfach nochmal ein bisschen geradeaus durchsprungen. 12 Hammer. Sehr gut, sehr gut. 12 Hammer, und da könnte man ja jetzt eigentlich schon mal. So. So, ein Hüschen, 12, 3, 4, 5 und eine Mütze. So, das geht weg, das geht hin, das geht weg. So, so. Ja, da haben wir jetzt schon mal ein bisschen mehr Rüstungsschutz. Sehr gut. Und die Arme und die Schuhe, beziehungsweise den Körper und die Schuhe, die kriegen wir auch noch zusammen. Könnt ihr euch drauf verlassen, so warm mir die Spitzhacke flöten geht. Ja. Wenn ich jetzt hier gleich noch was finde. Oh Mann. Ja, es dauert halt immer mal eine Weile, bis man hier irgendwo durchkommt. So, hier noch. So, ja, Ofen. Ach du Heilige, hab ich wirklich 6 Ofen gecraftet? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich brate mal lieber dieses Fleisch. Ich habe 6 Ofen gecraftet. Oh Gott, oh Gott. Er schießt mich. Aber das, ja gut, das Gute ist halt, wir haben halt Steine ohne Ende, ne, also. Es ist halt jetzt nicht so. Erde? Da ist Erde. Ist das etwa ein Ausgang? Ich grab jetzt einfach mal wahllos da hoch. Hallo? Nee. So, einfach mal wahllos hier rumbuddeln.
Mal sehen, was sich ergibt. Aber wir sind anscheinend auch nicht sehr weit unten. Oder war das jetzt auch bloß wieder einfach mal so ein bisschen Erde hinlegen und so tun, als ob... Handkantenschlag. So. Schaufel haben wir hier, sehr gut. Ist sogar jetzt die Eisenschaufel wieder. So. Okay, es scheint doch wieder bloß einfach mal so ein bisschen Erde hinlegen und fertig. Ja, so scheint es. Okay, gut. Das Fleisch ist fertig und wir haben keinen Platz mehr wegen dieser blöden Erde. Die können wir jetzt mal hier rein tun. So, Erde haben wir alles voll. Steine heben wir auf. Ganz wichtig. Und jetzt werden wir uns einfach hier gemütlich weiter durchbauen. Ich werde jetzt hier oben weitermachen. So. Und halt immer noch mehr Eisen suchen. Da wir hier was gefunden hatten, müsste es ja eigentlich hier noch auch was geben. Oder? Igitt, was ist das denn? Was sind das denn? Was sind das denn für Viecher? Was waren das für welche? Waren das Flohmäuse? Krass, hier gibt's Flohmäuse? Sorry, ich hab die Kreaturen jetzt zum ersten Mal gesehen, deswegen war ich gerade ein bisschen geschockt. Kommen hier noch mehr? Hallo? Flohläuse, Mäuse? Ihr könnt mir ja mal schreiben, was das für Kreaturen waren. Ja, da sind ja noch mehr. Oh, toll. Jetzt geht's los mit der Axt auch noch. Aber sie scheinen nicht sehr stark zu sein. Wow, ist die Höhle schon so alt, dass da schon die Staubmäuse rauskommen? Ich bin nur auf Suche nach Eisen und nicht nach irgendwelchen Staubmäusen. Okay, gut. Also erstmal weiter an die Arbeit. Mann. Das waren jetzt wirklich ein paar Kreaturen, die ich so noch nie gesehen habe. Die waren jetzt wirklich neu für mich und ja. Wir haben sie aber gut wegstecken können. So, jetzt können wir erstmal hier wieder eine Fackel hinbauen. Und ich wette garantiert, wo die sind, wird es sicherlich noch mehr geben. Aber die scheinen sich ja irgendwie in den Steinen zu verstecken, oder? So. Ach, verdammt. Keine Spitzhacke mehr. Dann gehe ich schnell runter und crafte eine Spitzhacke. So. Zack. Und 1, 2, 3. Ja gut, 3 müssten erstmal reichen. Das braucht man ne. Ach verdammt. Das braucht man ne. Na. Gut, dann muss ich das jetzt anders machen. So. Jetzt ist das ja alles wieder weg. Das können wir mal weghauen. Wir hauen jetzt einfach mal die Hose weg. Wir hauen jetzt das weg. So. Okay. Gut. Da. So, das kann weg und das kommt mit. So. Das Zeug lassen wir jetzt einfach hier mal rumliegen. Das wird jetzt schon nicht wegkommen, hoffe ich zumindest. Dass das da bleiben wird, wo es ist. Und jetzt buddeln wir uns einfach hier weiter durch. Aber wo kann jetzt hier noch Eisen sein?
Komm Leute, ich brauche doch nicht mehr so viel, ich habe doch fast die Rüstung voll. Gib mir nochmal einen ordentlichen... Gib mir einfach nochmal einen ordentlichen Satz Eisen und dann kann's losgehen. Oh Mann. Hier ist nichts, da ist nichts. Aber wenn ich doch nochmal unten nachguck, weil unten war ja eigentlich das meiste Eisen, zumindest für den Anfang war dort sehr viel Eisen. Und ja, ich weiß, ich hätte ein bisschen Holz mitnehmen sollen, um mir ein paar Truhen zu craften, denn jetzt liegt das ganze Zeug hier rum. Ja. So, dann machen wir jetzt einfach hier mal einen Durchbruch und machen weiter. Ach, ja, das sieht doch gut aus, das sieht doch gut aus. Bitte. Und kein Platz mehr, weg damit, so. Ja, juhu. Ach ja, okay. Ich dachte schon, wir haben jetzt irgendwas entdeckt. Warum habe ich... was kann ich jetzt entsorgen? Naja gut, ich werde jetzt mal die Möhre, kann ich... Zombiefleisch brauchen wir nur mit dem Gott damit. Wie Zombiefleisch. Schmeckt mir gut. Macht krank. Zur Not isst man es, aber ansonsten wäre es nicht so gut. So, jetzt haben wir zumindest wieder 4 Eisen gefunden. Hurra! Oh, nichts. Ja, wir hacken jetzt mit einem Pfeil weiter. War es jetzt etwa schon der letzte Hoffnungsschimmer an Eisen? Oder muss ich doch weiter geradeaus durchbohren? Buddeln. Ja. Ja. Immer weiter. Nix ist mehr da, nix ist mehr. Mann. Aber wie gesagt, es ist sehr ruhig. Und jetzt hinter mir steht natürlich ein Monster. Ein Enderman. Aber das war jetzt das einzigste, außer die Creepers, die wir gesehen hatten, war ja der Enderman der einzigste, Typ, den wir jetzt niedergemacht hatten. Beziehungsweise, wir mussten ja durch, ne, also der hätte uns ja sonst blöd angemacht. Ja, das wird jetzt eine etwas, Bauarbeit-Folge werden, aber ich will unbedingt diese Eisenrüstung haben. Und was finden wir natürlich mit der Kohle? Alter, was will ich denn mit Kohle? Kohle habe ich ohne Ende, da brauche ich keine mehr. Aber man nimmt es trotzdem mit, wenn man es halt braucht. So. Man weiß halt nie, was auf einen wartet, deswegen nimmt man es mit. Hier ist nichts, da ist nichts. Manchmal habe ich das Gefühl, so eine Überraschung, tue ich jetzt hier wegbuddeln und sehe dort auf immer einen Eisenfilz. Und denke mir, yeah, das ist es. Oder hurra. Aber au, 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 au,
Ah, schippeldi, schippeldi. Du, das war nicht so gut. Da haben wir den Kies erwischt. Und ich würde jetzt lachen, wenn wir jetzt mitten in einer Wasserschicht bauen. Und dann puddeln wir das alles weg und dann kommt uns eine Menge Wasser runter. Aber man weiß ja auch nie, wo die Wege hinführen dann. Zumindest hier die ganzen Erdwege. Ja, die führen zu nichts. Wenn ich hier weiter buddel, kommt mir bestimmt noch mehr Kies runter, ne? Ja! Ja, ja! Oh, schön, ich freue mich. Eisen, Eisen, Eisen. Noch mehr Eisen. Yeah, juhu, jetzt kann's endlich losgehen. Ja, hurra. Oh Mann, ich freue mich. Noch mehr? Damit ist die Freude auch schon wieder weg. So ein kleiner... Hallo? Hallo? Gut. Okay, also hier hatten wir jetzt... Ich höre Geräusche, hier ist Licht, also das ist die Fackel. So. So. Schlimmste wäre jetzt, wenn die Viecher genau hier drin spawnen, dass du guckst, so auf immer spawnt vor dir ein Creeper. Und dann auf einmal, nein, buff, tot, weg. Alles weg. So, jetzt haben wir. Wir haben. Lass mich gucken, 9 Eisen. Okay, 9 Eisen haben wir. Und die Spitzhacke ist kaputt. So, weg damit. Pfeile brauchen wir nicht. Vielleicht craften wir uns auch mal einen Bogen. Je nachdem, wie wir es brauchen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich einen Bogen craften soll und damit ein bisschen einen auf Jäger machen soll. So ein bisschen Fleisch. Jagen gehen. Falls wir hier überhaupt jemals wieder aus der Höhle rausgehen werden. Vielleicht, wenn ich die Eisenrüstung habe, bin ich ja dann erstmal ein bisschen abgesichert. Gut, natürlich mit der Diamantenrüstung ist man natürlich super abgesichert, aber das ist noch eine Sache, das steht noch in den Sternen. Ob wir es bis dahin schaffen werden. Wird erstmal hier wieder alles abgebaut. Die nächste Spitzhacke ist auch schon kurz vorm Flöten gehen. Na gut, ich könnte mir jetzt eine Eisenspitzhacke machen, da hätte ich kein Problem. Würde das alles viel schneller gehen. Zumindest einigermaßen schneller. Glaube ich jetzt. Vielleicht werden wir auch eines Tages mal in den Nether gehen. Aber wie gesagt, das liegt dann an euch. Und es dauert jetzt eh noch eine Weile, bis wir jetzt hier erstmal den ganzen Kies zur Seite geräumt haben. Und was haben wir hier oben? Noch mehr Kies? Aha, das sieht interessant aus. Na gut, doch nicht so interessant. Na gut, haben wir denn noch? Ja. Okay, wir können ja erstmal hier hochbauen. Können wir dann erstmal hier so gucken. Sieht gut aus. Und es wird dunkel. Oh, so. Und eine schöne Melodie setzt ein, die ihr jetzt aber nicht hören werdet. Ja. Jetzt buddeln wir einfach mal hier durch den Kies. Ich sag mal so, Schaufel ist auch schon fast im Eimer. Und ich sehe gerade, wir haben doch schon einen Bogen. Okay, dann vergesst das wieder mit dem Bogen craften. Da können wir ja dann mal Nahrung jagen. Aber hier erstmal weiter alles abbauen. Toll. Schaufel ist im Eimer. Ich guck mal kurz, achso, das Holz habe ich dort gelassen. So, hepp. Natürlich nehme ich jetzt erstmal Holz mit. So, das
erstmal noch was essen. Nimm, 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 nimm. So. Ja, wo bin ich? Ach, hier. Jetzt habe ich mich schon so weit reingebuddelt, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wo ich bin. So, wo sind jetzt die Sachen? Hab ich... Aber... oh nein, toll. Ich hab gedacht, die Sachen bleiben liegen. Na super, da sind die Sachen jetzt weg. Ach man. Ja, ist nicht gut. Naja gut, da kann ich das ja auch wegholen. Dann müssen wir halt mit einem Handkantenschlag dann immer das Kies wegmachen. Toll, da bleiben die Sachen gar nicht mehr liegen, oder was? Ne, hier sind die bestimmt jetzt auch weg, ne? Hier sind die bestimmt jetzt auch weg. Nee, hier sind sie noch da. Toll, wir hatten ungefähr noch 21, also die Baustücke hatten wir noch. Und jetzt haben wir leider keine mehr. Es tut mir leid, aber wir müssen es halt jetzt so machen. Ja. Das bedeutet allerdings auch, dass wir keine Spitzhacke mehr bauen können. Oh Gott, das kann heiter werden. Oh Mann, ich muss unbedingt mir eine Kiste zulegen. Und auf jeden Fall noch ein bisschen Holz sammeln. Aber erstmal nehme ich mir diese Gegend hier noch ein bisschen an. Da. Oh Mann, da ist das Zeug alles weg. Regel Nummer 1. Hab immer eine Kiste dabei. Ansonsten ist alles vorbei. So. So, okay, hier ist auch nichts mehr. Das können wir jetzt nochmal ausleuchten. Und ich werde jetzt erstmal sehen, ob ich hier raus kann. Ja, ich muss leider erstmal wieder rausgehen, denn ihr seht es ja selber, ich habe kein Holz mehr. Das Eisen, hoffe ich, bleibt drinne. Das dürfte eigentlich nicht wegkommen, ne? Hier liegt das Zeug auch noch um die Erde, na toll. Das Eisen ist fertig, okay, dann lasse ich das. Ich vertraue jetzt, dass das hier drin bleibt. So. Und dann gehen wir jetzt einfach wieder. Jetzt müssen wir erstmal wieder hier hoch und bauen. Och Mann, es tut mir so leid. Ja, Vorbereitung gleich null. Kann ich hier geradeaus hoch? Nee. So. Und hepp. So. Sehr schön. Das funktioniert wenigstens noch. So. Nein, was? Ach, Mann. So. Hepp. Gut, dann gehen wir erstmal wieder raus. Und suchen uns ein bisschen Holz. Die Holzaxt haben wir bereit. So. Nee, falsch. Denn es war nämlich hier. Genau, hier war es. Es ist sehr dunkel. Also, uns kann jetzt nichts passieren. Es ist blöd. Ja. Ja, es ist aua, 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 aua. Au. Blödes Skelett, komm her. Aua. Ha, sehr schön. Skelett ist down, das brauchen wir nicht. Wir haben zwei Pfeile. Und ich gucke mich jetzt einfach hier nochmal um. Ich riskiere es jetzt einfach mal hier rumzulaufen, während es dunkel ist. Um mich, wie gesagt, nach ein paar Bäumen umzuschauen. Und da ist... was ist das? Das ist... Oh mein Gott, das ist eine Hexe. Das ist eine Hexe, Hilfe, eine Schrumpelhexe ist da. Und ein Kack-Zombie verfolgt uns. Zumindest der Zombie verfolgt uns. Ja, ist gut. Na dann komm, nur du und ich. Ha, ha, ha. So, weg damit. Gut, das sieht soweit gut aus. Und ich werde jetzt einfach nochmal zurückgehen. Nicht jetzt ganz runter.
nicht jetzt ganz tief runter, sondern einfach nur mal so ein bisschen in die Höhle reingehen, nochmal zu unserer... Ich guck, aber hier kann ich auch nochmal gucken. Na, ist denn das ein Traum? Holz ohne Ende, da können wir ja gleich mal loslegen. Nur. Mann, und ich wollte schon sagen, in der nächsten Folge müssen wir das dann machen. Also können wir... Hallo? Ja, ich höre dich. Ich habe ein Schwert. Lass mich in Ruhe. Zombie. Ich sag dir was, ich will bloß... Da ist er. Da ist er. Was brauche ich nicht mehr? Ich brauche den... was brauche ich nicht mehr? Ich brauche die Erde nicht mehr. So. Denn ich will jetzt die Bäume einsammeln. Sehr gut. So, du blödes... Blöder Zombie, du kommst jetzt nicht hierher und willst uns killen. Denn wir tun dir ja auch nichts. Wir sind ja auch ganz lieb. Wir sind ja keine Zombie-Jäger. Hallo? Ein Busch. Da ist er. Da ist er, der Zombie. Ist das wieder so eine... Es ist eine Höhle. Und er kommt und hat ein Ei in der Hand. Dankeschön, Zombie, für das schöne Rührei. Ein Skelett. Nein, eine Spinne. Okay, die lassen wir jetzt mal links liegen. Einsetz. Komm her. Zombie Langnase und Spidey. Die blöde Spinne von nebenan. Nein, natürlich nicht. Das ist eine gute Spinne. So. Für die, die es verstanden haben. So. Hallo? Es ist schon, nicht schlecht. Wir haben jetzt endlich einen Bereich entdeckt, der sehr gut an Holz ist. Also wir können jetzt wirklich immer hier wieder zurückkehren. Wenn wir Holz brauchen, gehen wir einfach hier zurück. Wir haben jetzt 10, 9. Ja, das ist jetzt erstmal gut. Fürs Erste können wir erstmal weiter arbeiten. So, können wir uns jetzt erstmal... hallo? Wo bin ich jetzt hier? So, da kann ich mich jetzt erstmal hier runter arbeiten wieder. Kann noch sogar noch mal die Kohle mitnehmen. Hab zwar eh keinen Platz, aber ja gut, ich lasse die mal hier, weil die ist ja sonst weg. Und dann haben wir den Salat, weil wir nicht weiterkommen. Hier geht's weiter, okay, so. Nein! Alter! Oh nein, was war das für ein Tiefschlag? Ach, Scheibenkleister. Ja, so schnell kann's gehen. Man erwischt einen falschen Stein und das war's. Oh Mann. Jetzt kommen die Kommentare. Alter, das war so blöd. Deswegen schwimme ich jetzt mal hier runter. Blub, blub, blub. Ah. Probier jetzt einfach mal eine Tauchfahrt. Toll. Jetzt muss ich die ganze Sache neu machen und die Höhle wiederfinden. Und wir haben so schöne Sachen gehabt. Und jetzt ist alles weg. Ja. Und ich habe allerdings zur Vorsicht habe ich mir wieder mal ein Safe gesichert, wo ich dann die ganzen Sachen wieder habe für solche Fälle. Und da seid ihr gefragt, wenn ihr wollt, entweder soll ich so weiterspielen mit den ganzen nicht vorhandenen Sachen, weil meine ganzen Sachen bestimmt jetzt alle weg sind. Oder ich gucke einfach noch mal eine Runde rum. Oder ich tu den Safe-Stand wieder herstellen, wo wir... Was haben wir hier? Genau, oder ich tu den Safe-Stand wieder herstellen, wo wir die ganzen Sachen wieder haben. Aber das könnt ihr entscheiden und ich werde ab hier erstmal eine Folgenpause machen. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wie ihr es findet.
Und ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal wieder zu Let's Play Minecraft. Und bis dahin sage ich erstmal Tschüss.